Ich heiße nicht nur Captain Dux, sondern euch auch herzlich willkommen zur 31. Folge Mad Eagle Dynasty. Im tiefsten Winter, es schneit und wir haben in der letzten Folge das große Weizenfeld angelegt und die ersten Pflanzen wachsen auch schon auf dem Weizenfeld und ich habe so ein bisschen angefangen hier die Landwirtschaftsecke noch ein bisschen hübscher zu machen. Da werde ich auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten, weil es ist eine große Fläche, die ich so ein bisschen versuche mit Details zu füllen. Naja, seid gespannt und damit let's go. Wir müssen mal kurz in die Verwaltung reingucken. Ich habe nämlich ein Problem. Genau, der Holzschuppen hat keinen Mitarbeiter. So, du hast Landwirtschaft 3. Du darfst bitte in der Scheune arbeiten. Sehr gut. Er ist schon mal Scheunenknecht. Dann, achso, das war der, genau, wir haben ja die Scheune auf Stufe 2 gehoben. Das war der, der vorher auch in der Scheune gearbeitet hat. Und wir müssen ja immer, wenn wir das Gebäude updaten, den Arbeiter wieder einstellen. Richtig. Sehr gut. So, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der jetzt im Dings arbeitet. Im Holzschuppen, der jetzt gerade frei geworden ist. Und da stellen wir die ein, die zuletzt jetzt hier in der Küche war und davor in dem Holzschuppen da gearbeitet hat. Das heißt, die kennt den Job, die weiß, was zu tun ist. Und dann haben wir jetzt erstmal niemanden mehr in der Küche. Aber irgendwie müssen wir es gerade handeln, weil wir haben so viele Frauen, die Kinder bekommen haben. So. Die Küche hat jetzt keinen Arbeiter. Deshalb werde ich hier nochmal in der Küche sagen... Ach nee, ich lasse das lieber. Ich lasse das lieber eingestellt. Egal. Kriegen wir halt immer eine Meldung, dass in der Küche keiner arbeitet. So. Der Feldschuppen muss repariert werden. Und ich sehe jetzt schon vom Weiten, dass der Stroh braucht. Könnte wieder ein Problem werden, weil Stroh haben wir einfach nicht. Muss ich wieder pflücken. Irgendwann, Leute, irgendwann schalten wir die Hütte frei, die für uns repariert. Natürlich auch wieder Rohstoffe und Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, aber es erleichtert das Leben. Würde ich jetzt mal behaupten. Reparatur. Zack. Sehr gut. Repariert. Ich gucke gleich mal, ob wir ein bisschen Kalkstein gesammelt haben. Dann können wir vielleicht noch Häuser verputzen. Das eine da. Dass das im Winter einfach nicht so viel Brennholz frisst. Kalkstein. 72 haben wir. Bin ich mir nicht sicher, ob das für ein ganzes einfaches Haus reicht. Oder ob wir da noch... Ob wir da nochmal ran müssen? Nee. Gerade oben die Giebel. Wieder wie beim anderen Haus, wo wir noch auf Kalkstein warten müssen. Aber ich denke mal schon 80%, 90% des Hauses verputzt. Schön. Ich habe eventuell eine Idee für diese Ecke hier. Und zwar Stock- und Leinengarn. Können wir hier Wäscheleinen aufstellen und so ein bisschen den Waschplatz hier gestalten? Ich glaube, das mache ich. Das wird gut aussehen. Leinengarn. Und Stöcke. Mehr brauchen wir dafür nicht. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was gemacht. Das werde ich euch aber im Sonnenlicht nochmal zeigen. So ein bisschen kleinen Waschplatz, ne? Hier zwei Tische, an denen man arbeiten kann. Hier ein Waschzuber, den fülle ich noch mit Wasser. Hier so eine kleine Waschstation mit einem Fass. Und hier einfach vier Wäscheleinen, auf denen die ganzen Klamotten des ganzen Dorfes gewaschen werden. Also, und dieses Haus hier, die hier drin wohnen, sind jetzt augenscheinlich auch dafür verantwortlich, dass hier, dass der Waschplatz genutzt wird und auch wieder aufgeräumt wird und so, ne? Sehr gut. Aber ich gehe jetzt erstmal schlafen und irgendwie, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, friere ich gerade mit meinem Charakter. Es kann doch nicht wahr sein. Also seit Jahren mal wieder, dass mein Charakter einfach nicht genug anhat. Schlimm.
Ja, und das Wetter verbessert sich leider nicht am nächsten Tag. Scheiße. Naja. Werden wir noch ein paar Bretter herstellen, noch ein bisschen Deko da bauen. Ja, ich habe jetzt hier noch eine Bank hingesetzt. Hier einen kleinen Zaun gezogen, damit man hier nicht auf die Grünfläche latscht. Ja, finde ich ganz angenehm, der Waschplatz hier. Ich werde hier noch ein paar Kleidungsstücke hinlegen, die ich mir gerade, habe ich mir gerade noch so überlegt, die werde ich jetzt noch herstellen. Das Leinengewebe. Leinengarn. Und vielleicht ein bisschen Leder und Pelz und so. Machen wir jetzt noch ein paar Klamotten. Und die lege ich da auf die Tische. Dann sieht es so aus, als ob da wirklich gearbeitet wird, ne? So, machen wir mal eine Hose. Kniehose. Wollstrumpfhose. Oh, das klingt nach etwas. Hose mit Manschetten. Was habe ich für eine Hose an? Ich habe eine Kniehose an. Mach mal. Mach mal eine Wollstrumpfhose. Ach, da brauche ich Wolle für. Lol, habe ich nicht gelesen. Ja, dann mache ich eine Hose mit Manschetten. Jetzt habe ich unnötigerweise ein Schemata gelernt, was ich gar nicht lernen wollte. Egal. Und dann noch irgendein Hemd. Leinenhemd. Nehmen wir mal zwei her. Wie sieht's aus mit Tuniken? Einfache Tunika, Filzweste. Auch überall Wollstoff, ne? Außer die kurzärmelige Tunika. Mache ich die mal noch. Auch kurzärmelige Tunika könnte ich mir vorstellen für den Sommer, ne? Das wäre geil. So, legen wir mal hier hin. Dann die kurzärmelige wollte ich ja eigentlich behalten. Nur ein Leinenhemd hier hin. Und daneben das zweite. Schön. Das sieht so aus, als ob hier Wäsche zusammengelegt wird. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man das noch ein bisschen übereinander packt hier. So. Boah, genial. Finde ich gut. Warum ist dir kalt, Junge? Warum ist dir kalt? Kann ich mir Handschuhe herstellen? Ich glaube, das ist das Einzige, was ich im Winter noch nicht getragen habe, ne? Handschuhe. So. Dicke Lederhandschuhe. Die brauchen Leder und Leinengarn. Easy peasy, dann stellen wir uns doch mal welche her. Dann dürfte ich nicht mehr frieren. Hoffe ich. Dicke Lederhandschuhe. Na, nein, ich friere immer noch. Das kann doch nicht wahr sein. Stellen wir hier hinten eine Toilette hin? Oder? Direkt hier so? Ja, ich habe mich noch gar nicht darum gekümmert, dass jedes Haus eine Toilette hat. Das ist natürlich fatal. Müssen wir ändern. Perfekt. Ja, die kriegen zwei Toiletten nebeneinander. Der Platz zwischen den Häusern auch so ein bisschen abgeschlossen. Kann ich da eigentlich selber drauf gehen? Nee, kann ich nicht. Schade. Weißt du, zum Dummherstellen, der Kaki-Mann, der selber nochmal sein eigenes Kaki hinzufügt. Das wäre doch witzig. Ja gut, jetzt steht diese Toilette steht jetzt direkt an der Waschschüssel, aber ist egal. Früher war das halt so. Was willst du machen? Ich habe selber noch keine Toilette. In meinem Haus. Was ist mit Kanuta, wenn die mal kacken muss? Ah, ich habe nicht genug Bretter. Na gut, dann machen wir das noch. Oh, und wir haben zwei Quests. I'm parched. Wir könnten Quests aus unserem Dorf machen. Ich glaube, das mache ich auch.
sind mir natürlich immer die wichtigsten Quests, die ich hier machen kann, von meinen Leuten. So, schöne Toilette am Haus. Top. Ja, ich muss was essen und was trinken. Am besten nicht zisch mir eine Kohlsuppe rein. Wenn es noch Kohlsuppen gibt. Jetzt haben wir ja niemanden mehr, der kocht. Nee. Ist natürlich keine Kohlsuppe mehr für mich da. Dann nehme ich mir das Rührei. Ist ja eh keiner. Es war ein bisschen verdorben. Ich habe mich jetzt ein bisschen vergiftet dabei, aber egal. Scheiß drauf. Hat ja irgendwie keine Konsequenzen, dass man sich vergiftet. Also ich habe mich noch nicht erbrochen. Oder so. So, gucken wir mal, wer jetzt hier alles eine Quest für mich hat. Boah. Der Kleine hat eine Quest für mich. Kann ich dir bei etwas helfen? Der Schnee klebt nicht richtig. Alleine kann ich keinen großen Schneeball machen. Und Mama und Papa haben irgendwie beide blöde Sachen zu tun. Willst du einen Schneemann bauen? Einen Schneemann? Ja. Okay, jetzt muss ich anscheinend einen Schneemann bauen für den kleinen Bub. So. Wie mache ich das? Schneemann. Karotte, Stein und Stock. Easy peasy. Mache ich dir. So, dann baue ich dir hier mal einen Schneemann. Hau nicht ab. Ich baue dir jetzt einen Schneemann. Da, pass auf. Zack. Der sieht doch fetzig aus. Wie gefällt dir unser Schneemann? Er ist der schönste Schneemann jemals. Ich nenne ihn Arktos. Er ist böse und er will die ganze Welt einfrieren. Lol. So böse sieht der gar nicht aus. Unser Arktos würde dir gerne etwas geben. Oh, eine Tonschale habe ich bekommen. Und 10% 10 Dynastie. Ihr kennt hier noch Arktos aus Tabaluga. Der wollte tatsächlich, das war ein böser Schneemann, der wollte die ganze Welt einfrieren. Das ist wahrscheinlich so eine kleine Referenz darauf. So, wir haben noch eine Quest drüben auf der anderen Seite. Von einem Tierzüchter wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus. Vom Schweinezüchter, vom Schweinezüchterin. Hier, du. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja, kannst du. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mich mit meinem Freund gestritten über Wein. Und ich glaube, dass Pflaumenwein der beste Wein ist. Und mein Freund behauptet, es wäre Kirschwein. Kirschwein, bester Wein. Zumindest in diesem Dorf. Jedem das, was er mag. Ich sehe da kein Problem. Nur, wir wollten eine Verkostung organisieren, um so unseren Streit für alle Male beizulegen. Ich sollte Pflaumenwein mitbringen. Das Problem ist nur, dass ich ihn ausgetrunken habe, weil ich der Verlockung einfach nicht widerstehen konnte. Alki. Okay, verstehe. Ich brauche dringend eine Flasche Pflaumenwein, sonst verliere ich. Jetzt soll ich dir Pflaumenwein besorgen. Wo ist mein Pferd? Komm, Esel. Wir haben eine Mission, Pflaumenwein. Und so. Ein Grund zum Weinen. Oh. Ein guter Grund zum Weinen. Achso. Du weißt die Quest. Verstehe. Oh, Leute, ich bin eben gerade an dem Wäschestand, an dem Wäschelagerplatz da vorbeigeritten. Es sieht wirklich extrem gut aus. Ja doch, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dass da alle ihre Wäsche waschen können an einem zentralen Ort. Ja. Und ich sehe auch gerade, dass ich extrem viel Leben verloren habe bei meiner kleinen Vergiftungsrührei-Aktion. Okay. So, theoretisch müsste ich hier beim Wirt was bekommen. How are you? Du verkaufst mir doch bestimmt Pflaumenwein, ne? Den brauchen wir jetzt. Wein aus der Pflaume. Pflaumensaft könnte ich auch mitbringen. Nicht genug Münzen. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kauf mal bitte mein Rührei. Und diese Tonschale.
can I interest you? Wir müssen wieder Knete machen, fällt mir gerade auf. Okay, okay. Wie sieht's hier mit den Quests aus? Was ist dabei, was wir vielleicht schnell erledigen können? Wölfe unter uns. Jage 4 Wölfe. Eintopffest. Rechne fest mit dir. Fleisch, Karotte, Holzschale 15. Können wir annehmen? Wölfe jagen können wir auch annehmen. Feuer und Flamme. Feuer und Flamme für Pfeile. Bronzepfeil, Kupferpfeil. Also es wird gut entlohnt, aber nee, danke. Der Grabräuber. Abliefern an Bronzeschaufel. 12 Säckchen. Dafür kriegen wir 234 Weizenkorn und 100 Dynastiepunkte. Auf die Größe kommt es an. 8x Barsch. Ist auch keine Quest für uns. Aber die anderen beiden, die können wir ruhig machen. Wölfe jagen ist immer gut. Aber nächstes Jahr können wir Kirschen ernten. Hier hast du den Wein. Großartig, du kommst gerade rechtzeitig. Hier, das ist für deine Mühe. Und noch eine Sache, bevor du wieder gehst. Was noch? Was ist dein Lieblingswein? Kirschwein. Und auch du verrätst mich. 80 Dynastie habe ich bekommen dafür. Nicht schlecht. Ja, jetzt könnten wir Wölfe jagen gehen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Wir haben genug Pfeile. Wir haben noch einen guten Langbogen. Leben habe ich nicht mehr so viel. Da müssten wir aufpassen. Hier drüben gab es auf jeden Fall Wölfe. Mal gucken, wo die sind. Vorne sind zwei. Erledigt. Ach Mann, immer das gleiche. Aber ich habe Ressourcen dabei, sehr gut. Ja, ich sterb gleich an. Ich sterb gleich an Kälte. Ach nein! Ach, ist das dumm. Ist das dumm schon wieder. Deswegen habe ich auch so wenig Life. Oh. Verstehe auch nicht, warum ich friere. Brauche ich doch so ein Google-Hupf-Ding. Mal gleich mal gucken, ob wir sowas selber herstellen können. Was muss ich tun, um so einen Google-Hupf zu haben? So, Google. Wollstoff, 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 Wollstoff. Oh. Pelzumhang. Kostet nur Pelz und... Aber da kostet das Schemata 300. Ich versuche mal gerade Geld zu machen. Neues Level in Diplomatie. Weil ich ein paar Tiere verkauft habe. um mir das jetzt leisten zu können. Meine Güte, ich hoffe... dass jetzt endlich Schluss ist mit diesem ganzen Gefriererei und so. Jeder Winter wird hier irgendwie härter. Das kann es nicht sein. Deswegen habe ich mir jetzt einen Pelzumhang gestrickt. Der, warte, wo steht's? Plus 11 Kälteschutz hat. Also jetzt muss was passieren. Oder jetzt darf nichts mehr passieren, so rum. Wisst ihr, was ich meine?
Aber das Level in Diplomatie ist schon cool. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich habe von irgendjemandem ein Weizenbrötchen bekommen. Warum? Schmeckt auf jeden Fall gut. So, ich muss noch einen Wolf jagen. Erstmal gucken wir uns an, Diplomatie. Haben wir jetzt Stufe 3 erst? Was wir halt noch gar nicht hatten, ist ein Auftrag vom König, ne? Wir hatten noch keinen Herold irgendwie, der hier kam und uns einen Auftrag gegeben hat. 5% schnellere Produktion durch NPCs. Effekt addiert sich auch von anderen Spielern. Oh. Was haben wir hier noch? Genau, 30% bessere Verkaufs- und Einkaufspreise. Empathie, Offenlegung der NPC-Persönlichkeit bei Unterhaltungen. Romeo, das brauchen wir nicht, Diplomat. 20% mehr Reputation für deine Dynastie erhalten. Effekt addiert sich auch von anderen Spielern. Oh, das müssen wir, glaube ich, skillen. Also einfach mehr Diplomatie bekommen ist, glaube ich, das müssen wir. Guck mal, die haben auch alle einen Pelz umhang. Also es scheint die Uniform hier im Dorf zu sein. Ich hätte jetzt zwar, also wenn ich das jetzt von denen sehe, hätte ich zwar was Geileres, was für mich angepasst ist, was so ein bisschen auch repräsentiert, dass ich hier der Dorfvorsteher bin. Aber ist schon okay, ist schon okay. So, wir brauchen noch einen Wolf. Ich suche mir jetzt noch einen Wolf und dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Dann können wir vielleicht die andere Quest, wo wir diese Lebensmittel da mitbringen sollen, auch noch abschließen. Dann im dritten Tag des Winters. Und dadurch kriegen wir auch ein bisschen Reputation. Gott sei Dank haben wir jetzt nochmal geskillt, dass wir mehr bekommen. So, hier irgendwo gab es doch entlang des Flusses auch nochmal Wölfe. Ich glaube hier. Ich sehe noch keinen, aber hier müssten irgendwo welche sein. Da vorne heult einer direkt auf der Straße. Erwischt. So, jetzt komm her, mein Schöner. Quest abgeschlossen. Direkt zwischen die Augen, seht ihr das? Top. So muss das sein. Ey, manchmal hat man an solchen Tongruben hier. Es ist übrigens auch mega geil, dass es direkt an meinem Dorf ist, ne? Spricht auch dafür, dass es einfach ein Top-Spot ist hier. Manchmal hat man in diesen Tongruben auch, warum ist jetzt hier Attacke-Musik, weil da oben ein Wolf ist. Manchmal sind ja auch Schippen. Also, was heißt Schippen? Aber so, sowas hier. Ey, das ist ja geil. Top, nehme ich alles mit. Manchmal gibt es da halt so Bronze, Spaten und sowas zu looten. Schön Holzstämme. Gibt's hier noch was? Was übersehen? Nee. Eine Steinaxt. Naja. Das ist jetzt nicht so heftig. Aber ich habe ja vor kurzem erst eine Eisenaxt gelootet. Hier liegt Brennholz. Bis hierhin ist das geflogen. Krass. So, jetzt müssen wir mal gucken, was der andere... Was war der andere... Also, was wollten wir jetzt bei der anderen Quest machen? Eintopffest. Fleisch 29, Karotten 22 und Holzschale 15. Fleisch 29. Nehmen wir jetzt nicht unbedingt das Beste. Karotten 22. Und Holzschale 15, oder? Ja, 15, da oben steht's. Okay. Holzschale. Nehmen wir mal von denen hier. 15. Als hätten wir das nicht da. Aber erstmal gehen wir schlafen. Sitzt hier jemand im, nee. Im Winter ist das ja nicht so begehrt, ne? Der Außenbereich zum Sitzen. Ich würde ja gern so ein bisschen überdacht irgendwas bauen, aber es geht leider nicht. Dafür ist der letzte Tag im Winter schön. Schönes Wetter. Da ist auch der reiche Mann. Komm, nimm mir meine Quests ab. Ich habe ein paar Sachen fürs Eintopffest dabei. Sehr gut. 120 Dynastie. Wölfe werden kein Problem mehr sein. Wie viel gab es dafür? Stand jetzt nicht da. Aber weil ich es einfach zu schnell gemacht habe. Aber 2706. Also wir können auf jeden Fall hier wieder jemanden holen.
Guck mal. Guck mal, was wir da haben. Theoretisch brauchen wir jetzt jemanden wieder für die Küche. Also einen Produktionsmensch. Da wäre es, glaube ich, egal, ob Männlein oder Weiblein. Wir haben hier nur schlechte Leute dabei. Obwohl, warte mal. Was mit... Alter, 29, geh weg. Was ist mit dir? 28, was ist denn mit euch? Immer noch jemanden mit einem krassen... Also mit... Die ist eigentlich perfekt. Mit Gewinnung und Landwirtschaft. Ja, du kannst zu mir kommen. Die wohnt jetzt in dem großen Haus. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch übrig haben. Arbeitsplatz zuweisen. Geh mal erstmal in die Küche. Ich weiß, du hast nur eins in Kochen. Also Level 1 in Kochen. Aber wir werden dich irgendwann für was anderes verwursten. Keine Angst. Du musst jetzt nicht dein Leben lang in der Küche arbeiten. Weil das gefällt dir, glaube ich, auch nicht. Wenn das nicht ihr also, wenn das kein hohes Level hat, dann favorisiert sie das auch nicht. Wirklich als Arbeit, die ihr gut gefällt und so. Das macht sie natürlich unglücklicher. Aber sie lebt jetzt in dem ersten und einzigen großen Haus. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja das Riesending da oben auf dem Berg. Wenn man ins Dorf reinkommt, gleich links oben. Da, wo die Baustelle noch ist, dahinter ist ja noch ein Riesenhaus. Da wohnt sie jetzt drin. Was übrigens auch noch nicht verputzt ist. Aber wir können ja nochmal gucken, was wir jetzt an Kalkstein haben. Wie es gerade aussieht. Eigentlich könnte ich auch nochmal einen zweiten Grabungsschuppen bauen, ne? Wir haben so viel Holz, dass eigentlich unsere beiden Holzfäller noch im Grabungsschuppen arbeiten könnten und sowas wie Kupfer ranschaffen und so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch. Hatte ich schon mal geplant. Ja, ich muss was trinken. Und dann kümmern wir uns gleich mal um den zweiten Grabungsschuppen. Am liebsten direkt daneben. Gebäude, Gewinnung, Grabungsschuppen. Ah, der hat Holzwände. Ach so, ich dachte, ich habe Stöcke mitgenommen. Naja, aber ich habe auch davon genug. Okay, so. Verwaltung stellen wir da erstmal gleich ein. Ihr könnt sammeln Kupfererz. Und wir nehmen Holzfäller. Und Holzfäller. Jetzt haben die zusammen einen Wert von 10 Gewinnung, also machen die 54,92 Kupfererz am Tag. Okay, dann könnten wir vielleicht irgendwann einstellen, dass wir die ganzen Werkzeuge aus Kupfer machen. Wenn wir jetzt erstmal ein bisschen Kupfererz sammeln, ne? So, meine Freunde, ich habe jetzt mal ein bisschen den Grabungsschuppenplatz aufgewertet. Weil mir das ein bisschen zu doof aussah mit den zwei identischen Gebäuden nebeneinander. Hab hier so einen kleinen brachialen Zaun rumgezogen. Und hier auch eine kleine Spitzhacke hingelegt und so. Finde ich gut. Ich werde hier nochmal einen Weg zur Mine rein platzieren. So. Da kommt ja irgendwann die Mine hin. Es ist halt so geil, dass das hier mitten im Dorf integriert ist, diese Höhle. Schön. Gut, gut, gut. Jetzt wird Kupfererz gefördert. Und vielleicht können wir demnächst unsere ganzen Werkzeuge für die einzelnen Gebäude aus Kupfer herstellen. Das wäre auf jeden Fall nice. Die Ecke werde ich ja nochmal zumachen. Und dann haben wir es auch schon wieder. Ja, schön. Zugemacht. Ja, und ich würde sagen, mit dieser schönen Grabungsecke
War's das wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Die 31. Folge hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht, den Kommentar und ein Like unter das Video zu setzen. Ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.